Was sehen wir um uns herum? Wir sehen, dass jeder in Eile ist. Es ist ein regelrechter Wettlauf. Warum? Besitz. Um das Neueste zu besitzen. Um alles zu besitzen, was die anderen haben. Und noch mehr als sie. Das Neueste, Schnellste, Teuerste. Es ist wie ein Hamsterrad. Wir laufen dem Materialismus hinterher. Wenn wir das tun, müssen wir aber wissen, dass die Gier nach Materialismus endlos ist. Oftmals bringen Leute das Beispiel des Smartphones. Wir möchten immer das neueste Modell. Auch wenn unser aktuelles Smartphone funktioniert und alles erledigt und uns stets treu war, möchten wir es trotzdem ersetzen. Es updaten. Und wenn wir es uns nicht leisten können, ein Smartphone zu besitzen, würden wir es uns trotzdem holen auf Pump. Obwohl wir die Mittel dazu nicht haben, aber wir möchten es unbedingt besitzen. Genauso verhält es sich mit dem Auto. Eine Person besitzt einen Wagen, den sie sich gerade noch finanzieren kann. Aber sie möchte das neueste Modell. Nach 4 Jahren kommt wieder ein neues Modell heraus. Und das will sie dann wieder haben. Sie ist niemals glücklich mit dem, was sie hat, weil sie sieht, was andere besitzen. Uns Muslimen wurde beigebracht, zufrieden zu sein mit dem, was wir besitzen. Unseren Besitz zu betrachten und dem Allmächtigen dafür zu danken. Dadurch erlangt der Gläubige Zufriedenheit im Herzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Reichsein versteht sich nicht als der Besitz von vielen Gütern. Vielmehr besteht das Reichsein aus der Tugend der Genügsamkeit, die sich der Mensch zu eigen macht. Wir müssen wissen, wenn du dir Dinge unbeschwert leisten kannst, dann kaufe sie dir. Wir müssen aber begreifen, dass ich mein Leben im Rahmen meiner Verhältnisse leben muss. Was ich an Geld zur Verfügung habe, dann kann ich Dinge kaufen, die ich mir leisten kann. Warum sollte ich mir etwas kaufen, was ich mir nicht leisten kann? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Diener des Dirhams und des Dinars soll unglücklich sein. Das ist eine Last auf meinen Schultern, die mich ständig runterzieht und Sorgen verursacht. Selbst in wohlhabenden Ländern finden wir Leute, die ihr ganzes Leben auf Kredit gelebt haben. Sie haben Arbeit und ein gutes Einkommen. Ihr Auto haben sie auf Kredit. Die Wohnung ist auf Kredit. Ihre Einrichtung ist auf Kredit. Der Fernseher, der Computer, das Handy ist auf Kredit. Selbst der Urlaub ist auf Kredit. Sie ziehen einfach die Kreditkarte durch. Sie rechnen nicht damit, dass sie eines Tages vielleicht ihren Job verlieren und wie sie dann alles bezahlen sollen. Doch genau das passiert immer wieder und genau das kann jedem von uns passieren. Der Islam lehrt uns, nicht auf Kredit zu leben. Lebe dein Leben im Einklang mit deinen Verhältnissen. Wenn du dir einen Urlaub nicht leisten kannst, dann verreise nicht oder unternimm etwas Günstigeres. Wenn du dir das neueste Smartphone nicht leisten kannst, brauchst du es nicht. Wenn dir der neue Wagen zu teuer ist, kannst du auch einen gebrauchten kaufen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Vielleicht ist es besser für dich. Es stimmt, wir sollen nach den Sternen greifen, aber wir sollen nicht so tun, als würden wir auf Wolke 7 leben, wo wir doch kaum einen Fuß vom Boden bekommen. Denn eine solche Einstellung kann uns tief stürzen lassen. Darum sagen wir, dass das Rennen hinter dem Materialismus nicht aufhört. Je schneller wir laufen, umso schneller dreht sich das Rad, sodass es sogar unser Eheleben betrifft. Wenn sich jemand daran gewöhnt, die Dinge alljährlich durch neue zu ersetzen, sich stets das neueste Modell zu holen, das neue Auto, das neue Smartphone, immer das Neueste, kann das auch auf den Partner überschwappen und man verliert das Interesse am eigenen Partner. Warum? Weil es ein neues Modell gibt. Man sieht jemanden, der andere Kleider anzieht, sich anders stylt, neuer bzw. jünger ist. Wir müssen uns in Acht nehmen, damit diese Denkweise keinen Zugang zu unserem Eheleben findet. Deswegen müssen wir diese Denkweise von Anfang an zügeln, um ein entspanntes Leben zu führen. Wie viele arme Menschen schlafen sehr entspannt und wie viele Reiche bekommen ohne Schlafmittel kein Auge zu? Welch Ironie! Es sollte doch umgekehrt sein. Der Grund ist, je mehr wir besitzen, umso mehr möchten wir. Der Allmächtige lässt uns manchmal bescheiden leben, damit wir einen entspannteren Schlaf haben und ein glückliches Zuhause. So viele Menschen besitzen genug Geld, genug Freizeit und Gesundheit. Und so kommen sie auf dumme Gedanken, lassen ihr Geld im Casino oder geben es mit Menschen aus, mit denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Sie verbringen ihre Nächte in Nachtclubs, weil sie viel Geld und Freizeit haben. Ein Geschenk des Allmächtigen. Manchmal beschenkt er, subhanahu wa ta'ala, uns mit weniger Wohlstand, damit wir nichts für diesen Zeitvertreib übrig haben. Und so führen wir ein glücklicheres Leben mit unserer Familie. Wir verbringen mehr Zeit mit unseren Kindern und auf der anderen Seite finden wir wohlhabende Menschen, deren Kinder in einem Internat sind. Sie kennen kaum ihre eigenen Kinder. Natürlich gibt es auch solche, die sehr wohlhabend sind und ihr Vermögen auf die beste Art ausgeben. Sie erlauben ihrem Reichtum nicht, sie negativ zu beeinflussen, denn sie tragen ihren Besitz in Händen und nicht im Herzen. Aber öfters ermöglicht Reichtum den Menschen, seine dunkelsten Seiten auszuleben. Ein Mensch, der nicht so vermögend ist, wird mit anderen Menschen freundlicher umgehen. Alleine schon deswegen, weil er von ihnen abhängig ist. Sobald er aber zu Reichtum kommt, es ist nicht das Geld, das den Charakter verdirbt, sondern die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen. Zum Beispiel ermöglicht es ihm, unfreundlich zu sein. Was glaubst du, wen du vor dir hast? Wir müssen den besten Charakter haben, bevor wir an Reichtum kommen. Wenn wir Reichtum haben und wenn er wieder weg ist, wenn wir demütig bleiben, wenn wir Verluste erleben, werden wir keine Depression erleiden.
Sobald wir ein arrogantes, abgehobenes Leben führen, braucht nur eine Sache schiefzulaufen und wir fallen in eine Depression. Warum werden wir depressiv? Weil wir materialistischen Dingen nachgelaufen sind und ein Leben führen wollten wie die oberen 10.000 und nicht wie die breite Masse. Aus diesem Grund sagen wir, am besten betrachten wir die Ärmeren, damit wir den Wohlstand genießen können, den uns der Allmächtige beschert hat. Nach dem Prinzip, wenn du keine Schuhe hast, betrachte jene Menschen, die keine Beine haben. Und du wirst feststellen, wenigstens bin ich nicht ohne Beine. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Die Medien spielen definitiv eine große Rolle, Menschen zu überzeugen, Dinge zu wollen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Darum müssen wir unterscheiden zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Etwas zu brauchen und etwas zu wollen sind zwei Paar Schuhe. Wenn du etwas haben möchtest, stell dir die Frage, kann ich es mir leisten? Ist es notwendig? Selbst wenn du es bezahlen kannst, wird es zur Zerstörung meiner Ehe führen? Dass ich meine eigenen Kinder weggebe? Wird es mich vom Gedenken Allahs abhalten? Oder im Verlust vom Respekt enden? Oder meine Gewohnheiten negativ beeinflussen? Wenn ja, lass es sein. Das, was du willst, brauchst du offensichtlich nicht. Bleib lieber bei dem, das du brauchst. In einer aufrechten Familie, gute Beziehungen, einem anständigen Beruf und intakter Umwelt. Das ist viel wertvoller, als eine Person zu werden, die alles Erdenkliche besitzt, aber weder Freunde noch Familie hat. Es gibt viele Menschen, die Dua gemacht haben und von Gott Reichtum erbeten haben. Und als der Reichtum zu ihnen kam, war es für sie viel negativer. Sie verloren ihre Familienangehörigen, sie verloren ihre Beziehungen und sie verloren ihren erholsamen Schlaf. Einige von ihnen verloren dadurch ihre Gesundheit. Wenn du dir Nahrung leisten kannst und du stopfst in dich viel Junkfood hinein, geschieht das nur, weil du es dir leisten kannst. Manches Mal tut dir der Allmächtige einen Gefallen, wenn du dir diese Dickmacher nicht leisten kannst und letztendlich gesünder bleibst als jener, der sich alles Erdenkliche leisten kann. Seien wir doch glücklich und zufrieden mit dem, was wir haben und lernen wir mit Dingen, die wir haben, sorgfältig umzugehen. Unser Vermögen nicht zu verschwenden, die Bedürfnisse vor die Wünsche zu stellen. Geben wir kein Geld aus, das wir nicht haben, für Dinge, die wir nicht brauchen.